Ja, herzlich willkommen zum Mediengespräch hier bei Frischhoff Göppingen vor dem Spiel Frischhoff gegen den HC Erlangen am Donnerstag um 19 Uhr hier in der EWS Arena. Ja, zunächst mal begrüße ich hier auf dem Podium unseren Trainer Hartmut Meierhofer, unseren sportlichen Leiter Christian Schöne und direkt neben mir unser Torwart Daniel Rebmann. Herzlich willkommen. Es geht um das Spiel am Donnerstag 19 Uhr gegen die HC Erlangen. Erlangen liegt derzeit mit 26-32 Punkten auf Platz 10. Zuletzt gab es eine Niederlage für unsere Gäste am Donnerstag gegen Kiel mit 21-30, aber davor auch Siege gegen Magdeburg und auch gegen Gummersbach. Wir hingegen haben unser Spiel am Wochenende erfolgreich bestritten, nämlich mit 25-30 in Lemgo Auswärtssieg. Und jetzt wollen wir natürlich mal schauen, wir sind im Moment Tabellenachter. Und das Hinspiel haben wir übrigens auch gewonnen mit 24-25. Und das Ziel unserer Gäste von Erlangen ist natürlich, sich in der Liga zu etablieren. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, das ist ihnen gelungen. Und bevor ich jetzt einfach mal mit den Fragen mit unserem Trainer anfange, mit Hartmut Meierhofer, einfach nochmal ein Satz zum Spiel vom Sonntag, weil es so schön war, schön Auswärtssieg in Lemgo. Hartmut, nach zwei Tagen, wie ordnest du das ein? Das war eine wirklich starke Leistung der Mannschaft. Ich glaube, dass wir natürlich gegen ersatzgeschwächte Lemgoer gespielt haben, aber wir sowohl in der Abwehr eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt haben und vor allen Dingen auch im Tempospiel das richtig gut gemacht hat. Letztendlich das einzige Manko war sicherlich die Chancenverwertung. Wir müssen das Spiel definitiv höher gewinnen, weil wir, glaube ich, eben aufgrund dieser Leistung uns wahnsinnig viele freie Chancen erarbeitet haben. Aber am Ende des Tages bei einem direkten Konkurrenten auch dann deutlich gewonnen zu haben, das ist das, was zählt. Und ich denke, auf diese Leistung können wir definitiv aufbauen. Okay, dann lass uns jetzt gleich den Fokus darauf richten, wie es am Donnerstag weitergeht gegen den HC Erlangen. Du steckst ja da sicherlich mit dem Team schon mitten in der Vorbereitung. Was hast du denn für Erkenntnisse über diese Mannschaft aus Erlangen bisher gewonnen? Und was erwartest du am Donnerstag für ein Spiel hier bei uns in der Hölle Süd? Erlangen hat sich ganz klar in diese Liga etabliert. Man sieht ja auch letztendlich die Anstrengungen, die sie auch unternehmen. Und da spielen sie schon auch eine sehr, sehr stabile Runde. Hatten zu Beginn ein paar Schwierigkeiten, aber wenn man jetzt auch sieht, gegen wen sie auch gerade zu Hause gewonnen haben, sie haben den Top-Mannschaften auch Punkte abgeknöpft. Sie haben eine sehr, sehr ausgeglichene Mannschaft, momentan wirklich auch spielbestimmt. Nico Büdel auf der Mitteposition, über den sehr, sehr viel läuft, der zudem noch sehr, sehr torgefährlich ist. Und wir hatten in Erlangen, haben wir mit einem Tor gewonnen. Das war ein glücklicher Sieg am Ende, wo uns dann kurz vor Ende der Siegtreffer von Seele geglückt ist. Und ich erwarte ein ähnliches Spiel. Es ist eine sehr physische Mannschaft, die sehr körperbetont spielt, die eine starke Abwehr stellt, auch versucht, über das Tempo ins Spiel zu kommen. Entsprechend gehe ich davon aus, dass es so ein ähnliches Spiel sein wird wie in Erlangen. Und ich hoffe, dass wir uns da natürlich dann auch durchsetzen können. Ja, Hartmut, du hast es angesprochen, es wird sicherlich keine leichte Aufgabe, aber um das auch zu stemmen und zu meistern, braucht man natürlich auch gesunde und fitte Spieler. Das war zuletzt nicht bei allen so. Wie ist denn im Moment so der Krankenstand in deinem Team und was erwartest du vom Spiel am Donnerstag? Stand jetzt werden wir mit demselben Kader auflaufen wie in den letzten beiden Spielen. Ivan geht's besser, da gehe ich jetzt aber mal nicht davon aus, dass er am Donnerstag dabei sein wird. Also dasselbe Personal wie jetzt auch in Lemgo. Und für uns ist es natürlich wichtig, dass da keine Verletzten hinzukommen, weil wir entsprechend auch dann gut die Steuerung im Spiel auch haben können und versuchen natürlich auch weiter mit dem Tempo nach vorne zu spielen, was in den letzten Wochen sehr gut funktioniert hat. Und entsprechend hoffe ich, dass wir bis am Donnerstag alle an Bord haben werden. Hartmut, wenn man sich die Auswärtsbilanz anschaut, zuletzt mit 15-1 Punkten, jetzt ein Sieg in Lemgo. Mehr Konstanz, mehr Stabilität, mehr Siege in eigener Halle. Wie bekommen wir das hin und wenn wir da gleich gegen Erlangen beginnen wollen? Man muss schon auch bedenken, gegen wen wir jetzt in der Rückrunde auch gespielt haben. Wir haben Kiel hier zu Hause gehabt, wir haben Flensburg zu Hause gehabt, wir haben gegen Melsung gespielt, auch BHC. Das sind natürlich auch alles Mannschaften, die vor uns auch rangieren in der Tabelle. Also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt hier extrem schlecht gespielt haben und aufgrund dessen die Spiele verloren haben. Natürlich würden wir uns wünschen, so eine Serie auch hier zu Hause vor unseren eigenen Zuschauern auch dann abzuliefern. Aber ich glaube, wir können auf den letzten Spielen aufbauen. Wenn wir jetzt die Spiele Friesenheim,
Flensburg und jetzt auch Lemgo sehen, dort haben wir von den 6 Halbzeiten 5 wirklich sehr gute gespielt, bis auf die 2. Halbzeit gegen Flensburg. Und ich denke, das ist etwas, wo wir aufbauen können, und diesen Weg wollen wir auch fortführen. Und dann denke ich auch, dass wir auch zu Hause dann auch die Punkte wieder einfahren werden. Ja, vielen Dank, Hartmut. Dann machen wir weiter mit unserem sportlichen Leiter, Christian. Es ist Hartmut gut gelungen, junge Spieler hier in die Mannschaft nicht nur zu integrieren, sondern zu einem echten Aktivposten zu machen. Einer sitzt hier mit am Podium oder auf dem Podium, Daniel Redmann, und auch Sebastian Heimann. Wie beurteilst du deren Entwicklung in dieser Runde? Ja, nicht nur in der Runde, sondern grundsätzlich jetzt bei uns als absolut positiv. Man muss natürlich sagen, dass beide jetzt unter Hartmut in der Saison nochmal eine größere Rolle bekommen haben. Und da muss ich sagen, das macht uns natürlich schon ein ganzes Stück weit stolz, dass wir da Spieler hier aus der Region letzten Endes nicht nur in den Bundesligakader integrieren, sondern dass wir es dann eben auch schaffen, den Spielern entsprechend die Verantwortung zu geben. Und beide Spieler, und ich nehme da beispielsweise auch einen Marco Rentschler dazu, so, wenn man sieht, was Basti Heimann, Daniel Rebmann oder Marco Rentschler jetzt bei uns dann eben auch schon für tragende Rollen haben, dann ist das eine sehr, sehr positive Entwicklung. Hängt sicherlich auch mit der Einstellung der Spieler zusammen, die absolut fokussiert arbeiten. Alle drei Spieler, möchte ich jetzt sagen, auch sehr bodenständig sind, sehr reflektiert sind, auch was ihre eigene Leistung anbetrifft, und dann eben auch mit den guten Leistungen dementsprechend umgehen. Und da muss unser Ziel sein, aus den tragenden Rollen dann jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen und die Spieler zu Führungsspielern dann eben auch zu entwickeln. Aber wie gesagt, die Entwicklung, die sie jetzt in der Saison speziell durchgemacht haben, die ist absolut positiv, und mich würde es natürlich freuen, wenn die Entwicklung von allen so weitergeht. Ja, Christian, jetzt spielt er am Donnerstag beim Gegner ein Spieler, der nächste Runde bei uns sein wird. Der spielt quasi schon mal ein bisschen vor. Was er drauf hat, zeigt das. Wir wollen natürlich, dass er das macht. Aber natürlich, die Punkte bleiben trotzdem hier in der EWS-Arena. Kannst du zu dem Spieler vielleicht zum heutigen Zeitpunkt schon ein bisschen was erklären und dazu erzählen, der da zu uns kommen wird in der nächsten Runde, was wir da erwarten? Ja, zunächst kommt der Nikolai Theilinger natürlich aus einer längeren Verletzungspause, ist aber jetzt gleich sehr gefordert aufgrund der Verletzung vom Steinert. Hat er da jetzt, ist er quasi von 0 auf 100 in die ganze Geschichte integriert worden und macht das aber in den letzten Spielen sehr ordentlich, sehr konstant. Ist ein absoluter Kämpfertyp, ein Spieler, der in der Abwehr als auch im Angriff dahin geht, wo es weh tut. Und ich hoffe natürlich, dass er jetzt nicht unbedingt gleich am Donnerstag seine beste Leistung hier abruft. Da kann er noch ein paar Wochen warten, bis er dann bei uns ist. Aber er wird natürlich, das ist ja klar, er wird natürlich besonders motiviert sein und möchte hier sicherlich auch was zeigen. Das heißt, da sind wir gewarnt, und dann da werden wir uns natürlich dann auch drauf einstellen. Jetzt haben wir noch 5 Spiele vor uns in dieser Runde. Christian, wie sind denn die Erwartungen in den letzten 5 Spielen? Vielleicht fällt auch ein Wort, das viele Frischauf-Fans hören wollen. Du kannst ja schon denken, um was es da geht. Aber jetzt fragen wir mal so ganz neutral, wie sind deine Erwartungen für die letzten 5 Spiele? Ja, das ist ja fast ein Blick in die Glaskugel in der Liga. Also das ist ganz, ganz schwer zu sagen, wie das dann letzten Endes ausgeht. Fakt ist, wir sind jetzt in diesem Kampf um Platz 6 natürlich noch mit dabei. Da brauchen wir auch nicht lange drum herum reden. Das ist so, das ist eine ganz enge Geschichte. Es sind sicherlich auch bei allen drei Mannschaften vergleichbare Restprogramme, sowohl beim BHC als auch bei Berlin. Die haben ein ähnliches Programm wie wir, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen hoffen wir, dass wir es natürlich bis zum letzten Spieltag auch irgendwo knapp gestalten können. Aber wir haben diese Rechnung ja irgendwie gefühlt schon ein paar Mal aufgemacht, und das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, weil in der Liga ist es grundsätzlich möglich, dass jeder jeden schlägt. Das sieht man jedem Wochenende, was es für Ergebnisse gibt, und deswegen möchte ich auch gar nicht großartig bis ans Saisonende gucken, sondern für uns zählt jetzt der Donnerstag, da unsere Aufgaben zu machen. Dann kann man gerne am Wochenende gucken, was die Gegner dann wieder machen. Aber für uns ist es jetzt uninteressant, was dann gegen Wetzlar passiert, was dann gegen die Löwen passiert und so weiter, sondern wir sollten uns auf Erlangen konzentrieren. Da geht es für uns um 2 Punkte. Es geht für uns darum, einen Heimsieg endlich wieder einzufahren. Den streben wir auch an, und hier dann mit den Zuschauern im Rücken wieder in die Erfolgsspur auch zu Hause zurückzukehren. Und dann schauen wir weiter. Ja, Hartmut, nochmal zu dir zurück. Es ist als Trainer deutlich angenehmer, wenn man jetzt auf Platz 8 ist und noch ein Ziel hat, das natürlich heißen könnte Europapokal, als wenn wir jetzt im Niemandsland irgendwo auf Platz 10 oder 11 wären. Da tut man sich doch als Trainer irgendwie leichter, oder? Wenn man solche Ziele noch hat.
Ich denke, wir haben genügend Ziele. Das eine ist natürlich auch, die Saison bestmöglich zu beenden, egal auf welchem Tabellenplatz es dann auch ist. Und da haben wir jetzt noch 5 Spiele die Möglichkeit dazu. Und das zweite ist natürlich, dass es auch permanent um die Weiterentwicklung auch der Spieler und der Mannschaft geht. Auch schon in Betracht auf die kommende Saison. Also das sind Dinge, sodass es uns ganz sicherlich während der Saison nicht langweilig wird. Okay, Weiterentwicklung. Daniel hat einen weiteren Schritt gemacht. Daniel, du hast in den letzten Spielen immer begonnen. Wie beurteilst du denn so die bisherige Saison? Wie ist das für dich bisher gelaufen? Also ich bin mit meiner Saison schon zufrieden. Jetzt bekomme ich immer viel mehr Spielanteile und da freue ich mich auch über das Vertrauen vom Trainerteam. Und ich denke, dass ich das auch schon zum Großteil zurückzahlen kann. Ich arbeite sehr hart eigentlich jede Woche und analysiere meine Spiele zusammen mit dem Torwarttrainer, wo man sich noch verbessern kann. Und deshalb denke ich, dass die Entwicklung auf jeden Fall positiv ist. Und ja, da versuche ich einfach so weiterzuarbeiten. Das Ende von dieser Saison im Sommer und natürlich auch nächste Saison. Gut, von dir weiß ich natürlich, du bereitest dich auch immer akribisch auf jedes Spiel vor. Hast sicherlich schon ein paar Gedanken an Erlangen verschwendet. Was erwartest du da am Donnerstag von der Mannschaft? Ja, also Erlangen ist eine Mannschaft, die viel über 1 gegen 1 kommt, gute Rückraumschützen hat und auch sehr, sehr gut kämpft. Das hat man auch in dem Heimspiel gesehen gegen Magdeburg. Ich denke, dass wir da gut drauf vorbereitet sein müssen, diesen Kampf anzunehmen und natürlich mehr kämpfen wie Erlangen. Und dann spielen wir zu Hause und da müssen wir sie einfach niederkämpfen. So, jetzt habe ich beim Trainer und beim sportlichen Leiter mal so vorsichtig auch nochmal ein bisschen die Europacup-Plätze mal so nachgefragt. Bei dir werde ich natürlich ein bisschen direkter. Daniel, welchen Platz schaffen wir nach Abschluss dieser 5 Spiele? Wo stehen wir da? Was denkst du? Ja, kommt ja auch darauf an, wie viele Spiele wir noch gewinnen bis zum Saisonende. Nee, also ich schaue auch wirklich von Spiel zu Spiel. Und wenn wir ja unsere Punkte holen, dann schauen wir, wo wir am Ende stehen. Ich finde, es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, wir werden 6., 7. oder 8. Wir müssen auf unsere Leistung schauen, das weiterentwickeln von Spiel zu Spiel und dann sieht man, was wir am Ende noch maximal rausholen können. Wunderbar, da gibt es irgendwie so eine Fernsehsendung, da gibt es, glaube ich, das Phrasenschwein und für so eine Äußerung, wir schauen von Spiel zu Spiel, wären 3 Euro drin gewesen, aber ich kann das super nachvollziehen. Ich glaube, das war auch das Beste, was man da sagen kann. Wir hoffen natürlich, Hartmut, Christian und Daniel, dass wir uns wieder freuen dürfen am Donnerstag. By the way, es sind aktuell 3600 Tickets abgesetzt. Es gibt auch noch Sitzplatzkarten und zwar in allen Kategorien. Also wer Frischhoff am Donnerstag um 19 Uhr unterstützt, ist recht herzlich willkommen. Und ich kann nur dafür werben, kommen Sie in die EWS Arena. Unsere Mannschaft hat es versprochen, dass sie ein gutes Spiel machen will und einen weiteren Sieg einfahren will. Und soll, damit die Ziele, es gibt viele, hat Hartmut gesagt, dass wir die alle, möglichst alle erreichen können. So, das waren die Fragen von mir an die 3 Protagonisten hier oben auf dem Podium. Gibt es Fragen an Trainer, sportlichen Leiter oder auch unseren Torwart? No questions. Okay, dann darf ich mich bedanken und ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag um 19 Uhr HC Erlangen hier bei uns zu Gast in der Hölle Süd. Dankeschön.